Gestern ist das Announcement gekommen, wann das Veröffentlichungsdatum von World Slayer ist. 30. Juni 22. Eh klar. Sie haben gesagt, sie werden es im Frühling ankündigen, wann es kommt. Und jetzt ist es dann soweit. World Slayer kommt im Sommer. Falls ihr Outriders noch nicht kennt, viele Leute sagen, es ist das Love Child zwischen Mass Effect und wie ist das andere Spiel? Destiny, genau. Mass Effect und Destiny, das Love Child. Ich werde mit euch jetzt in diesem Video zum Schluss den Trailer anschauen und zuerst euch die Informationen geben, was es alles Neues kommt. Neue Gegner, neue Waffen, neuer Endboss hier. Ah, man sieht sie nicht. Und wir schauen uns das alle jetzt dann genau an. Wo sind wir am Anfang? Hier haben wir den Trailer für zum Schluss. Das ist anscheinend der neue Endboss. Hier haben wir die Info, was sie ist. Eine Kommandantin einer neuen Fraktion der Menschen namens Rebellen. Erisch Gigal. Sorry, wenn ich das falsch ausspreche. Die erste Veränderte. Das ist sie genau. Also die Mama Endboss, könnte man sagen. Nochmal ein Close-Up. Schaut gefährlich aus, die Frau. Schaut gefährlich aus. Da habt ihr die Schnellbeschreibung, was Neues kommt. Neue Kampagne, neue Gegner, neue Ausrüstung, neue Packs-Fähigkeiten, neues Aufstiegssystem, Einführung des Apokalypsen-Systems und des dritten Modplatzes, was Teil wahrscheinlich des Endgames sein wird. Hier haben wir auch noch was ganz Wichtiges. Ihr könnt eure bestehenden Charaktere übernehmen. Oder einen völlig neuen der Stufe 30 im Direktzugriff auf World Slayer Inhalte erstellen. Spieler können also Freunde an Bord holen, die das Outrider Originalspiel vielleicht verpasst haben, da alle Spieler gleichberechtigt in World Slayer einsteigen. Das heißt, neue Spieler können direkt einsteigen mit Stufe 30. Ich habe es mir auf Stufe 30 gespielt und bin auch schon ziemlich am Ende des Endgames. Und falls ich jetzt einen neuen Freund dazu holen würde, könnte der dann auf dem gleichen Level circa einsteigen wie ich. Wie das genau funktioniert, werden wir wahrscheinlich erst später sehen, aber ihr könnt das Spiel mit neuen Leuten anfangen, dazu holen euch die neuen Leute. Da habt ihr das komplette Bundle und das DLC kostet 35 oder 40 Euro. Sollte also ziemlich groß sein, weil das ja schon ein ganzes Spiel schon vom Preis her ist. Und es ist 1-3 Spieler Koop, falls ihr euch wundert, hier noch schnell die Systemanforderungen, falls die euch interessieren. Ja, aber nun weiter mit den Infos hier. Wo waren wir? Wir haben sie vorgestellt. Da haben wir einen Teil der neuen Gegner, wahrscheinlich ein Rebelle. Schaut nach einem Big Boss aus, könnte auch ein normaler Gegner sein. Neue Ausrüstung kommt, viele legendäre Sachen, wie es ausschaut. Dann haben wir hier ein Bild, es soll mehr in die Eiswelt erkundet werden, das haben sie geschrieben. Neuen Fähigkeitenbaum haben wir hier. Hier nochmal anscheinend ein paar Fähigkeitszweige, die dazugekommen sind. Ist gut, dass sie endlich das Announcement machen, weil das Spiel ist eigentlich schon ziemlich tot. Wieder ein neuer Gegner, das schaut nach einer ganz neuen Waffe aus, sowas kommt mir noch nicht bekannt vor. Das neue Aufstiegssystem, kurz gesagt, nachdem ihr Level 30 seid, könnt ihr noch weiter aufsteigen. Darauf ausgelegt, dass ihr für den vollständigen Abschluss mehr als 100 Spielstunden benötigt, also ihr könnt mal schauen, kann man ins Unendliche weiter leveln. Da haben wir auch noch das Wichtige, ab Stufe 30 erhaltet ihr EP. Für Aufstiegsstufen, die wiederum Aufstiegspunkte gewähren, die ihr in Brutalität, Ausdauer, Tapferkeit und Anomalie investieren könnt. Ja, da geht's viel weiter. Also es wird viel aufgestiegen. Jede Kategorie können bis zu 10 Aufstiegspunkte investiert werden. Das heißt, hier könnt ihr ja überall anscheinend 10 Punkte reinhauen, falls ich das richtig verstehe. In World Slayer könnt ihr maximal Aufstiegsstufe 200 erreichen. Okay, ja, da kann man viel weiter leveln. Kommt drauf an, wie schnell die Levels gehen. Da seht ihr einen Boss mit Schild, die kennt man.
Ich glaube, es waren Teils der Pax Apokalypsen-System und des dritten Modplatzes. Ja, da gibt es wieder viel zum Durchlesen. Ich lasse euch das mal so stehen. Das wird dann zu viel zum Lesen. Neue Endgame-Loot, das sieht nach einer legendären Waffe aus. Was da Interessantes dabei? Spezielles Endgame. Eigens entworfen für Outriders. Die Kampagne im World Cup führte euch in die Stadt Tarja-Grata, die Wiege der Pax-Zivilisation, wo euch die Prüfung von Tarja-Grata erwartet. Begrenzten Elemente. Okay, keine zeitlich begrenzten Elemente, wie es am Anfang war von Outriders, dass da ein Timer dabei steht. Das ist auch gut. Und dann zum Trailer. Das erste, was ich sehe, die Frau schaut fast wie ein Bluthund in die Richtung aus. Meine Lieblingsbosse. Oh, das ist schon mal Highspeed hier drinnen. Wardslayer. Ich kann den Ton mit abspielen. Oh. Schauen wir mal, dass wir die richtige Lautstärke erwischen. There's a reckoning coming. Two paths diverge before you, Outrider. One leads to a new beginning, and the other. Ja, sie schaut böse aus. Kann auch eine Assassine sein. To pay. Da haben wir die neuen Bosse gehabt. Der Rebellenfraktion wahrscheinlich. If we don't find a way to stop. Mehr Packs, wie es ausschaut. Auch abgegradet. What's coming? There will be nowhere for us to hide. Das schaut nach einem Thumbnail für mich aus. Oh, sorry. You've been fighting for so long that you've lost sight of what is true. There is no saving humanity. Humanity is already dead. Das schaut auch nach dem Thumbnail aus. Also sie sagt, es gibt keine Rettung für die Menschheit. Sie ist schon längst tot. Ja. Ja. Große böse Bosse kommen. Ja, das seht ihr jetzt nochmal ganz genau. Pre-Order. Schau. Ihr könnt es früher spielen, wenn ihr pre-ordert. 2 Tage früher spielen. Das heißt, es wird vorbestellt. Das ist für mich wahrscheinlich, wenn ich ein Let's Play mache, sowieso ein großer Bonus. Als letztes, wichtigstes. Blut und Verstümmelung habt ihr da drin. Also Third-Person-Shooter-Upgrade für Wurzlayer. Hoffe, dass das Spiel wieder gescheit wiederbelebt. Jo, peace out.